Soldat, willkommen an Bord der Pritwin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ich will keine Brüder töten später. Ich finde das so toll hier. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4 Survival. Wir sind fertig in der Kläranlage gewesen und da bin ich mal kurz jetzt hier zwischen den Folgen nach Oberland Station gelatscht und habe mich mal entrümpelt und bin jetzt wieder leicht wie eine Feder. Ich habe nichts mehr an Munition, wir haben alles in Meyerlux reingeballert, was ich hatte. Das war ein großer Fehler, damit so wenig Munition reinzulaufen. Aber Minen hatte ich ja eigentlich auch einige, aber es hat einfach nicht gereicht. Wie auch immer. So, jetzt geht's nach Greygarden, da werden wir jetzt die Siedlung rekrutieren und dann, was hatte ich eigentlich dann vor? Greygarden? Wir wollten ja zur Polizeistation, ne? Dann machen wir erstmal Greygarden fertig und dann gehe ich zu Cambridge, richtig? Genau, das war's. So, richtig. Ich wollte die Quests fortführen, dass wir die Vertibird-Granate bekommen von der Bruderschaft. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das muss gemacht werden. Ich habe zwei Mods installiert. Einmal einen Mod, der quasi die Vertibirds ein bisschen stärker macht, so dass Vertibirds nicht mal von Impro-Pistolen abgeschossen werden können, ja? Also alles, was unter 30 Schaden liegt, kann Vertibirds nicht beschädigen. Das finde ich cool, auch wenn das später vielleicht zum Nachteil von mir gereicht wird. Finde ich es trotzdem sehr gut. Und dann habe ich einen recht großen Mod installiert. Das wollte ich eigentlich schon seit Anfang an. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und zwar einen Minuteman-Overhaul. Und zwar gibt es einmal einen Minuteman-Overhaul 2.0 Mod. Und es gibt einen, der heißt We Are Minuteman. Oder Minuteman. Und den habe ich installiert anstatt diesen Overhaul. Weil der meiner Meinung nach weniger Zeug reinbringt. Dieser Minuteman-Overhaul selber bringt halt ohne Ende Waffen rein, aber sowas mag ich halt nicht. Irgendwie jetzige moderne Waffen passen einfach nicht ins Fallout-Universum. Deswegen habe ich mich für den We Are Minuteman entschieden. Ich konnte jetzt nicht zur Burg laufen, weil wir müssten den da ausprobieren. Deswegen machen wir das mal eine andere Folge. Auf jeden Fall ist der installiert. Die Minutemen sehen jetzt anders aus. Die haben wahrscheinlich alles so blaue Rüstungen und so und das sieht ziemlich cool aus und wie auch immer. Wir machen jetzt mal hiermit weiter. Das kommt noch auf jeden Fall. Lasst euch überraschen. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Warum ist das für euch so wichtig? Für so eine Farm? Wasser ist für uns lebenswichtig. Für deine harte Arbeit hast du dir etwas verdient. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, wie die mal redet. Ah, Wassermarsch. Wuhu, das haben wir auch geschafft. Tadellos, tadellos. Hervorragend. Ich bin stolz auf euch. Wir könnten hier theoretisch ohne einen Roboter schaffen, die auch hier plündern und so. Das Tolle ist, die brauchen doch eigentlich gar keine Nahrung, oder? Oh, anscheinend doch. Na gut, gucken wir mal, was wir bauen können. Halt, warte, ich brauche eine Versorgung, ne? So, warte mal, gerade mal gucken hier. Zack, zack. Da ist Versorgung, da. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben hier noch keinen Staatsbürger. Guck mal, hier ist Wasser. Oh. Mal gerade was trinken. Weil das brauchen wir immer. Ich habe ein bisschen vergessen, was ich alles geplant hatte. Schon wieder ein bisschen näher, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Oh, le Wasser. Oh, lecker, lecker. Lecker Schmecker. So, gucken wir noch mal. Wir brauchen, bei Elektrizität. Sonstiges. Okay, hier ist gar nichts. Dann machen wir doch so eine Arbeitsbiene zum Händler. Das geht gar nicht. Müssen hier einen Siedler hinschicken wahrscheinlich. Ja, das müssen wir wahrscheinlich machen. Und dann quasi dafür sorgen, dass der zum Karawanisten wird. So, komm, ich verschrott mal kurz ein bisschen. Aber ich glaube, das kann ich auch knicken. Das reicht alles nicht. Das reicht alles nicht. Mir ist gerade eingefallen, ich muss irgendwie überlegen, ob ich irgendwo wieder meine Fabrik hinbaue, weil ich glaube nicht, dass das bei der Burg passt. Oh, guck mal hier, vielleicht reicht das doch. Nee, Asbest, das sind einfach nur Roboterteile. Guck mal. Irgendwelche Mr. Handy Plastikschrauben. Mr. Handy Box. Ölstahl. Obwohl. Schade, dass ich die nicht wegräumen kann. Ah, oh, guck mal. Ich wusste gar nicht, dass man die verschrotten kann.
kann ich auch verschrotten. Den auch. Oh, ich glaube, das ist extra da gemacht, damit man hier was hinbauen kann. Ne, das lassen wir erstmal. Guck mal, hier könnte ich theoretisch Betonfundamente hinsetzen. Fundamente. Hey, das Auto hat kaum was gebracht. Ist der Mod wieder deaktiviert, der mir so viel Ertrag bringt, wenn ich die Autos wegräume? Und dann müssen wir nochmal gucken, dass der an ist. Ich habe nämlich so ein paar Mods wieder runtergeworfen. Und da gibt es jetzt bestimmt einen Konflikt. So, gucken wir erstmal. Nein, es fehlt Keramik und Kristalle fehlen auch. Nur das Knicken. Gut, alles klar. So, dann gehen wir jetzt mal nach Cambridge Polizeirevier und besuchen Dance einen Besuch. Statten ihn einen Besuch ab. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich glaube, Dance bleibt immer im Polizeirevier, soweit ich weiß. Es gibt ja immer noch diese eine Quest, die ich machen will, wo quasi der erste Suchtrupp von Dance, nicht von Dance, sondern der Bruderschaft, hört ihr das? Von der Bruderschaft quasi aufgerieben wird. Und dann müssen wir noch diesen alten Paladin, wie heißt er denn nochmal, überreden, wieder bei der Bruderschaft mitzumachen. Das habe ich nämlich beim ersten Mal verkackt und habe ihn dann per Konsolenbefehl überredet, dahin zu gehen. Nee, Quatsch, ich habe den da spawnen lassen, glaube ich. Irgendwie sowas. So, hier hinten sind immer Supermutanten oder Minutemen oder so. Da spawnen jetzt bestimmt wieder welche, obwohl das ja gar nicht mehr so oft passiert. Sag ich jetzt einfach mal so. Renne ich noch richtig? Nee, halt, da unten ist das doch. Ach, ich Trottel, renne da voll vorbei. Renne ich doch einfach voll vorbei. So, können wir auch die Quest mal aussuchen? Nämlich dieser Minuteman, Mod sorgt doch dafür, dass man nur noch ein Viertel der Quests bekommt, quasi viel weniger von den Minuteman-Quests als alle 2 Sekunden. Weißt du, das ist halt ein wenig minimiert, dass man so mit Minuteman-Quests vollgespammt wird. Das ist auch super. Es gibt eine neue Leuchtpistole, wurde gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das diese Leuchtpistole betrifft hier. Ne, ist eine andere. Wir können mal Minuteman routen. Vielleicht sieht man das schon. Mann, wir haben echt für die Ewigkeit gebaut. Voll in die Brücke geschossen. Wer hat für die Ewigkeit gebaut? Wovon redet der? Dun, dun, dun. Schon wieder nackt da. Ach nee, den hab ich bestimmt. Entnackt. Auf jeden Fall kommen hier auch Minuteman hin. Ah, Gott sei Dank ist die Hintertür. Oh. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Da ah, guck mal. Der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Midwin hier ist, wird niemand den Ort angreifen. Oh, ganz viele Bruderschaftler auf einmal. Guck mal, die marschieren noch hier über die Mauer. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt so ist. Cool. Dance wartet drinnen auf dich. Ja, ich komme, ich komme. Oh Mann, die Bruderschaft ist schon die coolste überhaupt. Dance Line ist da. Und hat die dicken Knarren mitgebracht. Ha. Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Pritwin. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Wer ist ältester Maxon? Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stellenden Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pritwin jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Okay. Oh, jetzt fliegen wir direkt mit dem... Oh, ist er, oh, guck mal hier. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Oh, er hat Nuka-Cola als Schrott bezeichnet. Ich sollte Preston wieder zu Hause lassen. Die Pritwin ist ein grandioses Schiff und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Aufs Dach mit dir. Waren wir eigentlich schon mal auf dem Dach und haben da diesen Sender repariert? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh Mann, das dauert immer so lange. Los, zu Pritwin. Ah, ich krieg bestimmt dann Vertibird-Granaten, sobald ich in Fort Strong war, glaube ich. Ah, ja, ich glaube schon. Und dann können wir endlich schnell reisen, quasi mit Vertibirds. Hoffentlich habe ich genug Granaten dafür. Oh mein Gott, das wird cool. So. Oh mein Gott. Dance, wo bist du denn? Dancy? Ach, das ist schon drin. Oh, und Preston sitzt auch schon drin. Das ist eine... Mist, das ist eine Fatman-Bombe. Dann benutze sie, verstanden?
aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen Victoria den Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Vermeiden, ja, aber nicht verhindern. Guck mal, hier ist das Institut. Hallo. Wow. Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Schlachtfeld, wie es auch. Wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich Hallo, wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Guck mal, wie auch Dogmeat. Oh, scheiße, was habt ihr das gehört? Raketenwerfer? Kontakt! Jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Genau. Jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwängt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht. Ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Ich sehe halt nicht, wer von wo schießt. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Guck mal hier. Das sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kerls auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Lancer Captain Kerls, stimmt. Oh, der Essi. Ist hier nicht wunderschön? Ah, oh, die Pritwin. Ich hätte hier mal vorher hingehen sollen. Bevor die Bruderschaft hier ankommt. Also ist hier, glaube ich, alles voller Mutanten. Ich glaube, irgendwie so war das. Noch ein bisschen ballern, bevor wir landen. Geht nicht mehr. Ich habe es kaputt gemacht. Da ist sie. Da ist ein Dingens, guck mal. Sentrybot. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Ich hoffe, du bist bereit. Ja, es wird sich viel ändern. Boah, so ein Zeppelin-Turm. Ist das denn überhaupt einer? Geil. Steigen auch alle richtig aus? Melde dich zur Einsatzbesprechung. Guck mal, Preston und der Hund sind erfolgreich mitgeflogen. Da sieht man, dass das Spiel eigentlich für den Hund und einen Begleiter ausgelegt wurde. Das ist doch nicht schlecht, oder? Richtig gut. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe sie im Feld zum Anwärter befördert und möchte ihre Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass ältester Maxon deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Ad Victoriam. Ah, alte Zeiten. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Und wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen, hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet.
Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Was genau ist eure Mission hier? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ältester Maxon wird gleich mit der Crew sprechen und er wird dir sicher all deine Fragen beantworten. Gibt es sonst noch was? Oder hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? Nicht einmal ein kleiner Tipp? Komm schon, das habe ich mir doch verdient. Ich kann dir nur sagen, dass wir aufgrund der Daten hier sind, die Dances Erkundungsteam uns geschickt hat. Alles Weitere wirst du erfahren, wenn Ältester Maxon die Crew informiert. So, Schluss mit den Fragen. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Verstanden? Das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxon mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Ad Victoriam! Oh, los geht's, dann hören wir uns mal Maxon an. Maxilein, das kleine Scheißerlein. Ältester Maxon hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Jawohl. Na, weißt du, ey. Irgendwo am Festhängen. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offen. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich Ad Victoriam. Sich Ad Victoriam. Na, guck mal, Doc Meat hat salutiert. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Auf jeden Fall. Guck mal, Doc Meat hat salutiert. Die Leute des Commonwealths wichtig. Ihr Schicksal ist ihnen wichtig? Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Die Bruderschaft ist hier, um einen Krieg zu verhindern. Indem wir selbst einen beginnen. Der Unterschied ist nur, dass unser Krieg nicht jegliche Zivilisation vernichten wird. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder eine Moralpredigt über die Bruderschaft. Ganz und gar nicht. Aus Paladin Dances Bericht geht eindeutig hervor, dass sie unsere innersten Werte verstehen. Er glaubt, dass sie sich für uns als äußerst nützlich erwiesen haben. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Ja, ich werde sie umlackieren und Preston geben. Okay. Mir sind Ränge egal. Wo sind wir im finsteren Mittelalter? Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritwin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritwin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ich will keine Brüder töten später. Ich finde das so toll hier. Ach komm, wir gehen mal nach oben. Traurig. Aber es dauert ja noch lange. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Oh, was ist das denn hier? Das ist das... Oh, was ist mit dem los? Warum steht der da? Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter.
Oh, seit wann salutieren hier Leute vor einem und so? Später steht hier keiner mehr rum. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Densiline. Und wie ist Densi Pupensi? Dens, da bist du ja. Wie lief es mit ältester Maxen? Maxen scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxen ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Wieso hast du so ein Vertrauen in seine Fähigkeiten? Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxen hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte. Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxen die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Du glaubst doch nicht alles, was er sagt, oder? Du solltest Maxen nicht nur an seinen Worten messen. Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Ich finde die Bruderschaft mega gut, versteht mich nicht falsch, aber ich mag Maxen irgendwie nicht. Das macht er irgendwie noch nie so wirklich. Der steht halt nur auf seinem Deck und guckt. Mehr macht er gar nicht. Keine Sorge, ich pass schon auf. Gut, wir haben nämlich eine Menge Arbeit vor uns. Und ich will nicht, dass wir durch irgendwas abgelenkt werden. Okay, ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Musst du mich jetzt begleiten? Musst du mich jetzt begleiten? Es könnte hilfreich sein, wenn ich bei dir bin. Aber vielleicht willst du dich den Leuten auch lieber vorstellen, ohne dass hinter dir ein Paladin steht. Das ist deine Entscheidung. Kann er eigentlich aus deiner Powerrüstung raus? Das würde ich gerne wissen. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Die Burg. Okay. Nehmen wir erstmal Dance mit. Was soll's. Bis später, Prestyline. Oh! So, versuch's mal. Nichts. Jetzt müssen wir erstmal quatschen, ey. Alter Schwede. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musst es ja unbedingt den Meyerlock wegtreten. Geschafft. Oh je. Ich muss reden. Na gut, Leute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Da werden wir mit allen Leuten auf der Pritwin reden. Bis dahin, haut rein, Leute.